Nach dem Aufenthalt am Chiemsee auf dem wunderschönen Stellplatz Bernau-Velden ging es samt Ränke im Gepäck weiter Richtung Süden. Guck mal, ich war angeln. Schatz, ich war angeln. Ganzer Fisch, schon sauber, hat die gesagt. Muss nichts mehr machen, außer zubereiten. Noch wussten wir nicht genau, wo wir anhalten, aber unterwegs habe ich bei Google Maps einen Stellplatz entdeckt, der sich richtig spannend anhörte. Und so spannend war auch die Anfahrt. Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt, wo wir hier landen. Da wir wie immer morgens etwas getrödelt haben am Chiemsee, sind wir entsprechend spät angekommen. Aber der erste Eindruck, der war wirklich traumhaft. Und ich glaube, die perfekte Kulisse für meine Ränke. Habe ich ein gutes Plätzchen gefunden? Verdunklungsding? Nee, da macht doch kein Verdunklungsding in der Camp. Ey, ich will die Aussicht sehen und du kriegst gleich ein Verdunklungsding. Könnt ihr euch noch erinnern, heute Morgen habe ich ja Fisch gekauft. Ich habe ihn, glaube ich, echt ein bisschen zerstört, aber er sieht gut aus. Aber vor allen Dingen in diesem Ambiente ist das genau die Idealvorstellung, die man antreffen kann, oder? Besser geht doch nicht, oder? Ein Träumchen. Und der Jörg, der bringt jetzt die Kartoffeln. Hammerplatz hier. Ich zeige euch den morgen. So, es ist angerichtet. Oh Mann, ist das cool. Besser geht doch nicht, oder? Es fehlt nur noch ein Lagerfeuer. Wie war das nochmal mit dem Wünschen im Universum? Okay, es war nicht das Universum, sondern der nette Nachbar, der uns ein Lagerfeuer gemacht hat. Leute, 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 was findet man alles für Schätze, wenn man reist? Ich zeige euch jetzt mal diesen Platz. Leider haben wir nicht so viel Zeit, weil das Wetter soll kippen und Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier lang laufe. Das ist hier der reinste Irrgarten. Das Wetter soll kippen und wir wollen noch zu einem Platz. Ach, der ist so schön, aber der hier ist auch so schön. Und jetzt nehme ich euch einfach mal mit. Das ist Natur pur. Stellplatz im Fluss, das ist hier wirklich Programm. 35 Stellplätze erwarten euch an einer traumhaften Kulisse. Rafting, Bootsverleih, Angeln, Kanufahrten, Fahrrad- und Wanderwege, alles inklusive. Die Saison ist von Mitte April bis Ende Oktober und ihr zahlt 25 Euro für den Platz inklusive Strom-Wasserentsorgung. Der Platz hat von April bis Mitte Oktober, Ende Oktober geöffnet. Es gibt ein einfaches, aber sauberes Sanitärgebäude und auch eine kleine Restauration, die bei uns schon geschlossen hatte. Wer Natur liebt, ist hier genau richtig. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Wie cool ist das denn hier? Es ist so schön. Und das Schöne ist, es gibt hier auch einen wunderschönen Ort. Da müsst ihr einfach nur hier hochlaufen. Ich hatte nur leider die Kamera nicht dabei. Nein, gelogen. Ich bin nicht hier hochgegangen. Wir haben es nicht geschafft, weil wir gestern so spät angekommen sind. Wir sind ja so Trödler morgens. Aber wir haben eine ganz nette Camping-Nachbarschaft gehabt und die gibt mir jetzt die Fotos und dann blende ich die mal ein, weil das ist wirklich ein Traum. Und wenn wir zurückfahren, glaube ich, müssen wir nochmal hier anhalten. Ja, und jetzt geht's weiter. Es geht ja im Leben immer irgendwie weiter. Aber man weiß nie, wohin.
Und wie sich das so anfühlt. Aber das hier fühlt sich richtig gut an. Gerne wären wir noch geblieben, aber es gab einen Platz, den ich mir unbedingt bei Sonnenschein angucken wollte oder vielmehr besuchen wollte. Schönes Plätzchen, tschüss. Und nächstes Mal mit Raftinger Camp. Hast du verstanden? Kann ich mal hier sich in der Gegend umgucken. Ja, irgendwie. Hatte ich ja eigentlich jetzt vor. Schon wieder gehetzt? Ja, wir sind jetzt ein bisschen schnell weiter. Ja, weil das Wetter morgen schlecht ist und das, wo wir hinwollen, Schatz, das muss man bei schönem Wetter erleben. Das auch. Das auch. Das auch. Oh Mann, ey. Oh. Abenteuerliche Anfahrt. Und jetzt haben wir den Ort nicht gesehen, ne? Aber ich habe Fotos gesehen von unserer netten Nachbarn. Das Spannende für uns an jeder Tour ist nicht das Erreichen des Ziels, sondern hier ist unser Ziel immer auch der Weg. Und natürlich auch die Begegnungen, die auf diesem Weg entstehen. Hammer, Jörg, das ist doch der Hammer hier, oder? Der absolute Hammer. Aber ich meine, das ist auch ein schönes. Hast du mir jetzt dieses Grundstück gekauft? Mit Zimmer, ja, mit aus? Ich habe angefangen zu bauen letztes Jahr. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist der absolute Knaller. So, wir konnten nicht anders als einfach mal anhalten. Oh, der Jörg macht schon wieder komische Sachen. Hammer! Hammer, mach mir keinen Blödsinn. Die Brücke, über die wir sollen. Und jetzt? Geht's links oder rechts? Rechts. Kann ja eigentlich nur rechts. Wo sind wir? Das kennt es gar nicht. Das ist doch der Oberknaller. Ich kann nicht mehr. Der Weg. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hier sind.